Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 mit dem FC Bayern München. Oder heute besser gesagt mit Schweden. Ja, wir sind immer noch Nationaltrainer von Schweden. Unser erstes Spiel gegen Holland ist uns zwar ordentlich missglückt mit einem 5:0 Niederlage, aber nun versuchen wir es besser zu machen, und zwar im WM-Quali-Spiel gegen Portugal. Wird ja auf jeden Fall wieder interessant werden, ist wieder ein Hammer-Gegner, der was uns da bevorsteht. Portugal hier mit Cristiano Ronaldo und wie sie alle heißen, Nani ist verletzt und PP. Ich habe wieder ein bisschen umbauen müssen, aber es wird wieder ein verdammt schweres Spiel. Ibrahimovic spielt natürlich wieder. Aber ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Schicken wir die Teams mal auf und los geht's. Und damit geht es los. Portugal empfängt Schweden. Unser zweites Quali-Spiel, aber in Wirklichkeit ist, glaube ich, schon unser siebtes. Also wir sind schon gut in der Qualifikation vorangeschritten. Hier sehen wir die Tabelle, ja, wir haben eigentlich keine Chance mehr aufs Weiterkommen, außer mit ganz, ganz viel Glück. Aber da müsste jetzt Portugal jedes Spiel verlieren und wir jedes gewinnen, und ich glaube nicht daran. Ah, genug gelabert, Spiel geht los. Schweden hat Anschluss und sie versuchen natürlich das Beste daraus zu machen. Gut, gegen Holland haben wir natürlich eine herbe 5:0 Klatsche hinnehmen müssen. Also da waren... Wir haben zwar die erste Halbzeit, haben wir gar nicht schlecht gespielt. In der ersten Halbzeit, da hätten wir ruhiger ein paar Tore machen können, aber in der zweiten Halbzeit erst sind wir dann auseinanderbrochen. Jetzt haben wir Ibrahimovic. Und da kommt Fahneruth. Fahneruth. So ist ein bisschen alleine. Da ist Elmander. Elmander ist durch, zieht ab. Oh, und dann hält er ihn. Gut gehalten. Und es gibt Eckball für Schweden. Juric. Da ist Melbar, kommt nicht hin, kommt nicht hin, weil wo steht denn da Ibrahimovic? Er hätte weit im Strafraum vielleicht stehen sollen, weil Ibrahimovic ist ja groß. Er ist ja der Star vom Team. Hier haben wir wieder Ibrahimovic. Fuß. Und sofort wieder abgefangen. Und Portugal kommt. Portugal natürlich mit dem ganzen Star-Ensemble. Hier Cristiano Ronaldo im Laufduell, aber Olsen kann ich hier gerade noch klären. Auf den müssen wir wirklich aufpassen, auf den Ronaldo. Weil der ist verdammt schnell. Und gut, natürlich, ist nicht umsonst der zweitbeste Spieler vom Spielweg seiner Spielstärke. Hat er 92, glaube ich. Oh Gott. Schön gespielt von Portugal, und das ist das verdiente 1:0. Quaresma, 9. Minute, Portugal geht in Führung, und das hat wunderschön gespielt. Kurz war Spiel, so wie es wir eigentlich auch machen sollten, aber Portugal macht das einwandfrei. Gut, kurz beim Spiel war das 2:0, aber es hat schön ausgeschaut. Schweden hier keine Chance dazwischen zu kommen, und damit steht es früh in der Begegnung 1:0 für Portugal. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe halt keine Einlebungszeit bei Schweden. Ich will hier gleich die ersten zwei Spiele gegen zwei absolute Hammer-Teams reingeschmissen. Weil, mein Gott, ich habe bei Bayern auch ewig gebraucht, bis ich die Jungs kennengelernt habe, bis ich wusste, dass wir erfolgreich sind. Und jetzt haben wir hier innerhalb von zwei Spielen die zwei starke Mannschaften national besiegen, und man kann nichts machen. Quaresma, 13. Minute, 2:0 für Portugal. Man ist machtlos, man hat einfach keine Chance, an den Ball zu kommen. Hier Ronaldo, ja gut, die Grätsche war schwach, und in der Mitte eine komplett frei, da war gar keiner mehr da von den Verteidigern, und dann steht es schon früh in der Begegnung 2:0. Also hier sieht es auch wieder nach einer Abschlachtung aus von Schweden. Ja, das ist, wenn man hier wirklich ins neue Team reingeschmissen wird, und man kriegt ja schon Portugal und Holland von hingeschmissen, die weiß jetzt nicht so die schlechtesten Teams sind. Da haben wir eigentlich gar keine Chance, dass man halbwegs in das Team reinfindet. Und die nächste Chance ist Jean Moutinho gegen Melberg, aber diesmal kann er sich erstmal durchsetzen. Mal wieder Fehlpass, und die nächste Chance Pereira, aber jetzt vielleicht mit der Conti-Chance, Juric, oder wie der heißt. Das nächste, sie kennen ja nicht mal die Namen von Schweden. Oh, das war jetzt schwach gespielt, der hätte einen Sturm vorspielen sollen. Aber Schweden, ja, die dürfen jetzt die Köpfe nicht hängen lassen, das ist zwar leicht gesagt, aber... Oh, und fiel er hier die Chance? Nein, gut geklärt von der portugiesischen Abwehr. Obwohl PP ja heute nur angeschlagen, nicht verlegt, fehlt. So, hier haben wir wieder Cristiano Ronaldo. Ronaldo verliert ihn hier aber. Aber wird gefoult. Melba gibt ihm Foul, und er kriegt den Freistoß. Und das jetzt für ein Freistoß. Kurz ausgeführt. Olsen kämpft hier und holt ihn sich. Vielleicht mal die Chance für Schweden. Hier Ibrahimovic.
Sieht unten Elmander. Elmander ist durch. Jetzt die Chance für Schweden. Für Schweden, Elmander in der Mitte. Ach komm, und dann vergibt er sie. Gut aufgepasst von der Hintermannschaft bei Portugal. Dann vergibt er diese Riesenchance. Da war er komplett frei durch. Das gibt's doch nicht. Da wollte er in die Mitte legen und jetzt kommt Portugal über Joel Moutinho. Melba kommt hin. Kann ich klären. Kann ich erstmal klären. Jetzt wieder Aufbau bei Schweden. Nee, sofort gestoppt. Fahnenruh kommt nicht hin. Ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt die ganzen Spiele überhaupt alle richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, hier Cristiano Ronaldo komplett frei. 3:0 für Portugal. 28. Minute. So frei darf man den nicht kommen lassen. Und dann steht es schon 3:0 für Portugal. Also wenn wir so weitermachen, dann könnte es sogar nur zweistellig werden. Schweden kriegt hier wieder faustig die Tore rein. Ja, so sollte das eigentlich nicht sein. Jetzt Elm, Ibrahimovic, da kann er auch nicht viel machen. Wenn einer nur so überragend ist, dann hilft es nicht viel. Die anderen haben alle eine Spielstärke von 76, 75. Und die Portugiesen, die laufen hier wieder an. Aber erstmal geklärt, da kommt wieder Moutinho und die nächste Chance. Und das ist das 4:0. Eder, 31. Minute. Und hier steht wirklich eine Abschlachtung für Schweden bereit. Ich weiß gar nicht, ich kann dagegen auch nichts machen. Man ist echt machtlos. Ja, Abstaube. Man kann nichts machen. 4:0 für Portugal. Ja, mir fehlen jetzt langsam die Worte, weil ich spiele ja nicht schlecht. Also, ich sitze ja mit Bayern, bin ja gut dabei, aber hier, Schweden, pff, gar keine Chance. Aber Schweden greift mal wieder an. Ich weiß doch gar nicht, was ich mit denen machen soll, das ist das Problem. Ich kann keine Aufstellung, ich weiß nicht, wie ich mit denen spielt, ich werde einfach in ein Team reingeschmissen und das war's. Wenigstens haben wir nicht so viele Spiele mit Schweden. Vor allem, wenn wir so weiterspielen, aber wir eh nicht viele haben. Dann werden wir bald rausfliegen. Aber wisst, die nächste Chance, aber diesmal kann ich Willand mal festhalten. Wenigstens ein Tor will ich mal machen. Das wäre doch auch schon mal ein Erfolgserlebnis. Kommen wir nicht vorbei an die Gegner. Sonst ist was nur mit Neymar und mit Balotelli und den allen gelingt. Keine Chance. Gut gespielt, Elmander verspringt hier der Ball. Vielleicht eine gute Flanke, da ist Elm, kommt nicht hin. Jetzt ist er hinten wieder offen bei Schweden. Wenn die Portugiesen jetzt einen guten Konter spielen, dann klingelt es das nächste Mal. Aber die ziehen jetzt erstmal zurück. Gut, die würden jetzt wahrscheinlich auch schon satt sein. 4 Tore innerhalb von einer halben Stunde. Die würden jetzt auch nochmal mit vollem Druck nach vorne spielen. So, Ibrahimovic, komm. Sogar er, ich weiß gar nicht, was hat denn er für Werte? Schnell ist er, glaube ich, nicht der Ibrahimovic. Oder Ibrahimovic ist, glaube ich, nicht schnell. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, was der für Sprintgeschwindigkeit antritt und was er jetzt hat. Jetzt kommt schon wieder die Portugiesen über Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo lässt einfach mal im 4-Stück stehen und macht das 4:0. 44. Minute, Cristiano Ronaldo. Ey, es ist doch nicht normal, oder? 5-0, okay, schon 5-0, ja, habe ich mir um ein Tor verzählt. Immerhin, das könnte wirklich mal zweistellig werden. Das haben wir jetzt auch noch nicht gehabt. Aber jetzt hier Elmander, kommt sie ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es fehlen einem die Worte. Bitte pfeif halt ab. Bitte. Ich will nicht mehr. Grätsche geht ins Nichts. Und jetzt die Chance nochmal für Portugal hier. War das mal. Die drehen. Keine Ahnung. Ich komme nicht zum Ball und war. Wow. Hammer-Schuss hier nochmal kurz vor der Halbzeitpause. Das hätte das 6:0 sein können, aber es steht 5:0 für Portugal. Ja. Was soll man dazu sagen? Holland 4:1:0 gegen Polen. Nordirland gegen Rumänien 0:0. Aber. Ich glaube, das juckt uns jetzt auch nochmal viel. Weil wer 5:0 zur Halbzeit gegen Portugal zurückliegt, der muss aufpassen, dass es nicht zweistellig wird. Das kann hier recht gut nur passieren. Ich weiß nicht, warum ich hier so Probleme habe. Ich glaube, mit Bayern würde die Portugal locker blätten, aber. Schweden hast ja gar keine Chance. Ja, kommt keiner dazwischen, der Schuss. Oh, und wieder gehalten.
Ich spiele nur so schnell. Ich komme da gar nicht hinterher. Eckball von Ronaldo. Boah, der war schon wieder so gefährlich. Die nächste Chance und das gibt... Mein Gott. 49. Minute. 6:0 für Portugal. Eder. Ihr habt es gesehen. Es ist, glaube ich, vom... Ja, hier sieht man es. Torwart und Olsen behindern sich gegenseitig. Und da verspringt der Ball. Und wo springt er hin? Genau vor die Füße von Eder. Und der macht das Sechste hier. Das halbe Dutzend ist voll. Mein Glückwunsch, Schweden. Die spielen total... Weißt du, was ich mit denen machen soll? Ich kann mir keinen Sprint ansetzen, weil jeder wird sofort eingeholt. Und passen können sie auch nicht, weil da verspringt jeder zweite Ball, verspringt denen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Hier ein Foul. Pfeift doch nicht mehr cool. Ja, Ibrahimovic, jetzt mach irgendwas. Da kann sie ja im Laufduell nicht durchsetzen. Gut, die Portugiesen, die würden auch nicht die langsamsten sein. Und da wird er wegdrängt. Da wird er einfach mal wegdrängt und das war's. Das wäre keinem einzigen Bayern-Spieler passiert, aber hier. Schweden ist wirklich. Da wäre man doch lieber zu einem anderen Nationalteam gegangen. Oh, hat das Einsteigen hier. Ich verstehe nur nicht, warum ich nur Angebot von Schweden kriege. Hallo, ich bin Tabellenführer. Bin jedem Pokal gut dabei und dann kriege ich Angebot von Schweden. Schweden ist jetzt nicht schlecht, aber. Da gibt es auf jeden Fall bessere Teams. Gelb hier für Helm. Und Portugal wechselt. Ja, Holland wäre ein schönes Team gewesen. In meiner Privatkarriere bin ich ja bei Holland. Da läuft es ja auch nicht so berauschend, aber immerhin, da verliere ich nicht 10-0. Gut, 10-0, ich weiß nicht. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass hier 10-0 ausgeht. Action 10-1. Obwohl, wenn wir so weiterspielen. Kommt Pfeif halt ab. Warum kann der jetzt nicht abpfeifen? Jetzt Rückpass, Willand. Ja, mein Kommentar steht, der wird in dem Spiel wahrscheinlich auch nicht so überragend sein, aber ich weiß nicht, was soll ich jetzt da nur großartig kommentieren? Ich kenne die meisten Spieler nicht bei Schweden. Und naja, beim 6:0 nur irgendwie euphorisch kommentieren ist auch nicht so leicht. Kann für Portugal kommentieren, das wäre die Idee. Jetzt kommt Elmander. Elmander, vielleicht eher nochmal mit der Chance oben. Jeden Ball steht auch so Portugiesen. Jetzt Ibrahimovic. Oh, warum spielt er den Ball so weit? Warum spielt er den Ball so weit? Das gibt's doch nicht. Da haben sie endlich mal die Chance und dann spielt er den Ball so weit. Oh, die spielen Pässe, das ist ja Wahnsinn. Und die nächste Chance. In der Mitte ist Eder frei, aber diesmal. Oh Gott, jetzt auch Ronaldo alleine. Ja, Ronaldo macht das ganz gekonnt. 67 Minuten, 7:0 für Portugal. Hier kann ich noch abfangen, hier die Grätsche geht vorbei und Ronaldo macht das eiskalt. Dritte Treffer von Ronaldo, oder? Ich glaub schon. Schweden geht hier mal Vollgas unter. Jetzt Ibrahimovic, hoher Ball auf Elmander, aber die kommen auch im Laufduell nicht voran. Ja, dann wechseln wir halt noch ein bisschen durch. Für Elm bringen wir mal... Den, dann Rosenberg für Elmander. Berg für Fahneruth. Ja, das war's. Melberg darf durchspielen. Und jetzt gibt's einen Freistoß. Juhu, vielleicht fällt jetzt mein Tor. Portugal will auch wechseln. Ja. So, und damit geht's weiter. Oh, der ist weit weg, der Ball. Wer kann da gut schießen? Ja. Ibrahimovic ist schon nicht schlecht. Hat halt viel Kraft. Schau mal, vielleicht geht er rein. Wenn ich den so bringe. Schau mal. Komm, geh rein. Komm gut. Torwart ist dran. Ja, die Freistöße, die würde ich mittlerweile, kann ich dir gar nicht so schlecht. Die waren ja schon mal viel schlechter. Bei mir auf jeden Fall kommen sie mittlerweile aufs Tor. Und deswegen kann den Ball sofort wieder abfangen. Ich will zumindest ein Tor schießen, das wäre schon mal Erfolg. Ja, gegen Holland 5:0, gegen Portugal 7:0, das ist alles nicht so berauschend. So, den machen wir jetzt mal kurz. Oh Gott, was macht's denn ihr da? Wieder totales Durcheinander, die nächste Chance, da ist Conchador. Concha, jetzt alleine und, mein Gott, der schießt den meilenweit drüber. Das hätte eigentlich das 8:0 sein müssen. Eder geht raus. Eder hat heute zwei Tore gemacht.
Ja, das Spiel ist gelaufen. 7:0 für Portugal. Wieder ein Hammerergebnis. Also mit Schweden läuft es alles andere als gut. Bin sogar gerade am Überlegen, ob ich die Spiele überhaupt hochladen soll, weil ehrlich gesagt. Ja, gut, ich bin es euch schon schuldig, weil ihr wollt es auch mal als Internationales sehen. Gut, aber da hätte ich wahrscheinlich eine Spielstufe niedriger stellen müssen, also auf Profi, damit ich hier mitspielen kann. Aber egal, dann verliere ich halt mal zweimal hoch mit Schweden. Und dann kommt ja im nächsten Part wieder ein Bayern-Spiel. Da steht ja dann, glaube ich, das DFB-Pokal-Halbfinale an. So, hier jetzt Foul an Cristiano Ronaldo von Ekdal. Wir wollen es jetzt wieder schnell ausführen. Misslungen und jetzt vielleicht kommt jetzt irgendwann mal eine Konterchance. Jetzt Ibrahimovic, jetzt zieh doch mal an. Oder schick Ekdal. Ja, Ekdal, der kann sich auch nicht durchsetzen. Deswegen will ich eigentlich meist Spiele, die was schnell sind, weil die können halt schnell hinterher, mit denen kann man schön kontern. Und Pässe in Lauf, da kommen sie ja jeden hin, aber hier Schweden, das sind ja relativ langsame Spieler. Jetzt vielleicht nochmal was über Ibrahimovic. Ibrahimovic versucht es alleine, versucht es mit der Brechstange, gelingt nicht. Aber wo soll er hinspielen? Weißt du, wer soll bei ihm das Tor machen aus Ibrahimovic? Wer ist mein Ekdal? Ekdal, Ekdal, zieh halt ab! Oh, dann hält er ihn wieder. Klasse Tat vom Torwart. Und es gibt Ekdal. Wo ist denn der Ibrahimovic? Wo ist denn der? Ich sehe ihn gar nicht. Davon ist er. Oh, steht zu weit weg vom Ball. Und Portugal kann sich ja schon wieder befreien. Die spielen natürlich jetzt mit Standgas hier. 7:0, da werden die auch nichts mehr riskieren wollen. Immerhin, es wird eine 2-Steck. So viel können wir uns ja jetzt sicher sein. In 6 Minuten, 3 Gegentore, das dürfen wir schon zu verhindern wissen. Jetzt Rosenberg. Rosenberg. Nix. Ich bin halt das Spiel mit den schnellen Spielern gewohnt. Das ist mein Problem. Und deswegen geht hier auch sehr wenig. Und hier wieder jede Grätsche geht vorbei. Aber jetzt haben sie ihn vielleicht nochmal. Jetzt Rosenberg. Ibrahimovic spielt die halt mal gut an. Ja, hoher Ball auf Ibrahimovic. Kommt nicht hin. Portugal kann wieder klären. Aber immerhin, jetzt spielt Schweden doch gar nicht so schlecht. Also zumindest stehen sie jetzt hin, mal konstant. Gut, weil Portugal wahrscheinlich nicht so auf Vollgas spielt wie in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir nur 2 Gegentore gekriegt. Das geht ja eigentlich noch. Hust, hust. Warum laufen die ja immer weg? Warum läuft der Rosenberger immer weg, wenn der Ball kommt? So, 90 Minuten, gleich haben wir es geschafft. Bin sogar froh, wenn dieses Spiel mal vorbei ist. Ja, jetzt vielleicht nur ein Angriff. Berg, davon ist Ibrahimovic. Warum schickst du den nicht? Gott sei Dank, das Spiel ist aus. 7:0 für Portugal. Eins ist klar, mit Schweden kann ich es nicht. Oh wow, das war eine Klatsche. Gehen wir gleich ganz schnell weiter. Spielinfo. Ja. Holland gewinnt 2:0 gegen Polen. Ja, hier Lambo-Jungs knicken ein. Ja, das ist nicht gut gewesen. Aber jetzt heißt es wieder Kopf hoch, denn das nächste Spiel geht gegen Hannover 96. Im DFB-Pokal-Halbfinale. Wird auf jeden Fall spannend und ich würde sagen, ich beende den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, trotz der bitteren Niederlage mit Schweden, mit denen ich es einfach nicht kann. Ja, ich schau mal kurz, wie viele Spiele ich eigentlich mit Schweden machen muss. Also hier keine. Nee, wir müssen gar keine machen. Also es waren jetzt die einzigen 2 Länderspiele, was wir in diesem Let's Play machen. Ich werde nie wieder mit Schweden spielen, so wie kann ich euch versprechen. Ja, es stehen keine mehr an. Ne? Gut, dann machen wir nichts mehr mit Schweden. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ihn bewertet. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr auf keinen Fall das Halbfinale im DFB-Pokal gegen Hannover 96 verpassen wollt, dann könnt ihr mir abonnieren. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.